Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute was, das überhaupt nichts mit Stamping Up und Basteln zu tun hat. Vielleicht Basteln im weitesten Sinn, das ist irgendwie eher was Handwerkliches. Und zwar zeige ich euch heute, wie ich ein Tipi-Zelt aufstellen möchte. Und dazu verbinde ich drei Stangen. Und zwar ist es einfach nur ein Gerätestiel mit Konus, heißt das Teil. Und das ist 1,30 Meter mal 24 Millimeter, also fast 2,5 Zentimeter. Und in der Länge hat es 130 Zentimeter. Und ich möchte aus dem Ding nämlich ein kleines Neugeborenen- oder Babyzelt basteln, aber rein als Deko für meine Fotografie. Und jetzt habe ich im Internet ein bisschen gegoogelt. Und weil ich ja so gut bestückt bin mit Paracords, habe ich mir hier gleich Paracords vorbereitet. Und zwar ist das Paracord so circa 1,5 Meter lang. Und wie ihr seht, versuche ich gerade das Innenleber rauszumachen. Und hier wird es doch gestempelt. Ich beschwere die Hölzer kurz mit meiner Trio-Stanze. So. Innenleber kommt weg. Dann sehen die Teile so aus und ihr wisst ja, dass man Paracords auch gut verschweißen kann. Dazu braucht ihr einfach ein Feuerzeug und dann werden die Enden hier ein bisschen angekokelt. Achtung, das wird ganz arg heiß, also langt da nicht unmittelbar danach hin, sondern lasst es wirklich gut abkühlen. Sonst könnt ihr euch ganz schön wehtun. Jetzt, ich weiß nicht, wie die Knoten heißen. Ich google es nach und sag's euch dann. Oder schreib's in die Beschreibung rein. Auf alle Fälle wird jetzt an dem ersten Holz wird jetzt dieser Knoten hier geschlagen. Keine Ahnung, wie er heißt. Das ist auf alle Fälle ein Knoten, der sich super, der kommt auch aus dem Segelbereich, der sich toll festzieht und nicht so leicht aufgeht. Und den drehe ich jetzt nach unten. Und jetzt flechte ich um die drei Stangen rum. Und jetzt lege ich mir aber hier was drunter, dass ich die Stangen gut... Schon wieder was aus dem Bastelbereich. Mein Acrylblock. Und damit ich die Stangen hier gut ablegen kann, jetzt dahinter auch was hinlegen. Also das drehe ich nach unten und jetzt wird es hier so umflochten. Und am besten mache ich das noch ein bisschen weiter runter. So ungefähr. Alles auf einer Höhe natürlich. Und dann flechte ich das hier so in lauter Wellen oder Achter oder wie auch immer. Und zwar so ungefähr dreimal rum. Wenn ich jetzt hier angelangt bin, dann gehe ich hier runter und ziehe das hier durch. Und schlinge das jetzt so zweimal hier rum. Und ziehe das dann auch schön fest dabei. Dann gehe ich zum nächsten und ziehe das hier auch wieder zwei, dreimal in der Mitte durch. Das hat die Bewandtnis, dass das ein bisschen gespannt wird und auf Abstand gebracht wird. Also ich mache auch mehr mit Paracord. Ich habe eine gute Paracord-Ausstattung daheim. Habe jetzt eigentlich noch nie ein Paracord-Video hier auf dem Kanal gezeigt. Aber das kann man ja abhelfen. Dem kann man abhelfen. So, jetzt könnt ihr das hier hinten entweder ganz normal, konventionell verknoten. Oder ihr legt hier oben nochmal so einen Schlaufenknoten, wie ich am Anfang gemacht habe.
Und dann könnt ihr den nämlich auch wieder gut festziehen. Und zur Sicherheit könnt ihr die zwei noch verknoten, wenn ihr es wollt. Braucht ihr aber nicht, weil jetzt ist die Tipi-Knotung so fertig. Ihr könnt das jetzt hier noch zurechtschneiden und dann auch wieder schön verschweißen. Und jetzt ist meine Tipi-Bildung fertig und ich kann mir hier ein Tipi aufstellen und kann mit meinen Babyfotos loslegen. Wenn ihr Interesse habt an Babyfotoshootings oder wenn ihr euch mal informieren wollt über mich, dann schaut einfach mal nicht bei info@stempelstelle, also bei www.stempelstelle.de vorbei, sondern schaut einfach mal bei www.brigitte-sing vorbei. Das ist nämlich meine Fotografie-Seite und da seht ihr mal, was ich sonst noch mache, außer Stamping ab und basteln. Also viel Spaß beim Nachmachen und ich zeige vielleicht nachher noch fertige Bilder von meinem Deko-Tipi. Ciao, eure Brigitte. Wenn ihr jetzt hier eure drei Stangen so gebunden habt, wie ich es euch in meinem Video gezeigt habe, dann braucht ihr die Stangen einfach nur so aufstellen, dass ihr die mittlere nach hinten nehmt. Die zwei äußeren werden seitlich hintrapiert. Dann guckt ihr noch, dass ihr einen recht guten, stabilen Stand habt. Dann könnt ihr eure Decke drüber schmeißen. Das hier ist nur ein Deko-Tipi, also nicht unbedingt für Kinder unter 6 Jahren zum Spielen gedacht, sondern wirklich, ich nehme das hier als Fotodekoration für meine neugeborenen Fotos und dann drapiere ich das hier noch so ein bisschen hin. Das könnt ihr aber dann machen, wie ihr wollt. Aber wie ihr seht, ist es eine ganz einfache Möglichkeit, mir Deko zu erstellen und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.